Tritt näher, Jude. Näher. Nur ganz her. Nur ohne Furcht. Du nennst dich Nathan. Da du nun so weise bist, so sage mir doch einmal, was für ein Glaube, was für ein Gesetz hat dir am meisten eingeleuchtet? Sultan, ich bin ein Jud. Und ich ein Muselmann, der Christ ist zwischen uns. Von diesen drei Religionen kann doch eine nur die wahre sein. Ein Mann wie du bleibt da nicht stehen, wo der zufällige Geburt ihn hingeworfen. Oder wenn er bleibt, bleibt er aus Einsicht, Gründen, Wahl des Bessern. Wohlan, so teile deine Einsicht mir dann mit. Lass mich die Wahl, die diese Gründe bestimmt, wissen, damit ich sie zu meiner mache. Denk nach. Was will der Sultan? Ich bin auf Geld gefasst und er will Wahrheit, Wahrheit. Und will sie so bar, so blank, als ob die Wahrheit Münze wäre. Sultan, ehe ich mich dir ganz vertraue, erlaubst du wohl, dir ein Geschichtchen zu erzählen? Warum das nicht? Ich bin stets ein Freund gewesen von Geschichtchen, gut erzählt. Ja, gut erzählt, das ist nun wohl eben meine Sache nicht. Schon wieder so stolz bescheiden, mach! Erzähl! Erzähle! Vor grauen Jahren lebt ein Mann in Ost, der einen Ring von unschätzbarem Wert aus lieber Hand besaß. Der Stein war ein Opal, der 100 schöne Farben spielte und hatte die geheime Kraft, vor Gott und Menschen angenehm zu machen, wer in dieser Zuversicht ihn trug. Was Wunder, dass ihn der Mann in Osten darum nie vom Finger ließ und die Verfügung traf, auf ewig ihn an seinem Hause zu erhalten. Nämlich so: Er ließ den Ring von seinen Söhnen dem Geliebtesten und setzte fest, dass dieser wiederum den Ring von seinen Söhnen dem vermache, der ihm der Liebste und stets der Liebste, ohne Ansehen der Geburt in Kraft allein des Rings, das Haupt, der Fürst des Hauses werde. So kam nun dieser Ring von Sohn zu Sohn auf einen Vater, endlich von drei Söhnen, die alle drei ihm gleich gehorsam waren, die alle drei er gleich zu lieben sich nicht entbrechen konnte. Nur von Zeit zu Zeit schien ihm bald der, bald dieser, bald der dritte würdiger des Rings, den er dann auch einem jeden die fromme Schwachheit hatte zu versprechen. Das ging nun so, solange es ging. Allein es kam zum Sterben und der gute Vater kömmt in Verlegenheit. Es schmerzt ihn, zwei von seinen Söhnen, die sich auf sein Wort verlassen, so zu kränken. Was zu tun? Er sendet in Geheim nach einem Künstler, bei dem er nach dem Muster seines Rings zwei andere bestellt und weder Kosten noch Mühe sparen heißt, sie jenem gleich, vollkommen gleich zu machen. Das gelingt dem Künstler. Da er ihm die Ringe bringt, kann selbst der Vater seinen Musterring nicht unterscheiden. Froh und freudig ruft er seine Söhne, jeden insbesondere, gibt jedem insbesondere seinen Segen und seinen Ring und stirbt. Du hörst doch, Sultan? Ich höre, ich höre. Komm mit deinem Märchen und bald zu Ende. Ich bin zu Ende. Denn was noch folgt, versteht sich ja von selbst. Kaum war der Vater tot, so kömmt ein jeder mit seinem Ring und jeder will der Fürst des Hauses sein. Man untersucht, man zankt, man klagt umsonst. Der rechte Ring war nicht erweislich.
fast so unerweislich, als uns itzt der rechte Glaube. Wie, das soll die Antwort sein auf meine Frage? Soll mich bloß entschuldigen, wenn ich die Ringe mir nicht getraue zu unterscheiden, die der Vater in der Absicht machen ließ, damit sie nicht zu unterscheiden wären? Die Ringe, spiele nicht mit mir! Ich dächte, dass die Religionen, die ich dir genannt, doch wohl zu unterscheiden wären, bis auf die Kleidung, bis auf Speis und Trank, und nur von Seiten ihrer Gründe nicht. Denn gründen alle sich nicht auf Geschichte, geschrieben oder überliefert, und Geschichte muss doch wohl allein auf Treu und Glauben angenommen werden, nicht? Wie kann ich von meinen Vätern verlangen, deine Väter Lügen zu strafen? Kann ich von dir verlangen, dass du deine Vorfahren Lügen strafst, um meinen nicht zu widersprechen oder umgekehrt? Das Nämliche gilt von den Christen, nicht? Lass auf unsere Ringe uns wiederkommen. Wie gesagt, die Söhne verklagten sich und jeder schwor dem Richter, unmittelbar aus seines Vaters Hand den Ring zu haben, wie auch wahr. Der Vater beteuert, jeder könne gegen ihn nicht falsch gewesen sein. Mich verlangt zu hören, was du den Richter sagen lässest. Der Richter sprach: Wenn er mir nun den Vater nicht bald zur Stelle schafft, so weiß ich euch von meinem Stuhle. Denkt ihr, dass ich Rätsel zu lösen da bin? Oder harret ihr, bis dass der rechte Ring den Mund eröffne? Doch halt, ich höre ja, der rechte Ring besitzt die Wunderkraft, beliebt zu machen. Vor Gott und Menschen angenehm. Das muss entscheiden. Denn die falschen Ringe werden doch das nicht können. Nun, wen lieben zwei von euch am meisten? Macht, sagt an. Ihr schweigt. Die Ringe wirken nur zurück und nicht nach außen. Jeder liebt sich selber nur am meisten. Oh, so seid ihr alle drei betrogene Betrüger. Eure Ringe sind alle drei nicht echt. Der echte Ring vermutlich ging verloren. Wenn ihr nicht meinen Rat statt meines Spruches wollt, geht nur. Mein Rat ist aber der: Ihr nehmt die Sache völlig, wie sie liegt. Hat von euch jeder seinen Ring von seinem Vater, so glaube jeder sicher seinen Ring, den echten. Wohlan, es eifre jeder seiner unbestochenen, von Vorurteilen freien Liebe nach. Es strebe von euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring am Tag zu legen. Und wenn sich dann der Steinekräfte bei euren Kindeskindern äußern, so lade ich über tausend Jahre sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird ein weißer Mann auf diesem Stuhle sitzen als ich und sprechen: Geht! So sagte der bescheidene Richter. Saladin, wenn du dich fühlest, dieser weisere, versprochene Mann zu sein,